freue mich außerordentlich, dass ich hier sein darf, über Leib- und Magenthema von mir zu sprechen. Kapitalismus braucht Regeln. Das ist vielleicht nicht ganz neu, aber eine neue Frage ist, brauchen wir auch neue Regeln für die digitalen Monopole, für die digitalen Märkte, in denen wir eben bestimmte Konzentrationstendenzen sehen. Dass Kapitalismus Regeln braucht, ist nicht neu. Wir haben Kartellrecht schon lange in Deutschland, seit den 50er Jahren das Kartellrecht, eingeführt durch Ludwig Erhard, die große Innovation in Europa. Die Amerikaner haben schon länger Kartellrecht gehabt, weil letztendlich das sowohl eine philosophische Frage ist. Wettbewerb bedeutet Freiheit in dem Sinne, dass ich nicht abhängig bin von Einzelnen, sondern mir aussuchen kann, bei wem ich gerne kaufe oder verkaufe und dementsprechend nicht einem Monopol ausgeliefert bin, von dem ich dann abhängig bin. Und das Ganze ist eine Erfolgsgeschichte in dem Sinne, dass, was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, im deutschsprachigen Raum Deutschland eines der ersten Länder war, was Kartellrecht hatte, dann aber in der Mitte der 90er Jahre insbesondere zahlreiche Staaten von China über Indien, Russland, Brasilien, Südafrika etc. mittlerweile auch Kartellrecht haben, sodass eigentlich in nahezu allen Ländern der Welt das Kartellrecht gibt. Und nicht umsonst wird es auch manchmal als das Grundgesetz der sozialen Marktwirtschaft beschrieben. Und es besteht eigentlich immer aus denselben drei Komponenten. Das Verbot, sich abzusprechen, in den meisten Fällen, wenn es nicht besonders gute Gründe gibt, das doch zu tun, also das sogenannte Kartellverbot. Dann das Verbot, eine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen, wenn man sie denn doch einmal hat. Und drittens, und das ist das Neueste im Kartellrecht typischerweise, auch eine Fusionskontrolle zur Gefahrenabwehr, also zu verhindern, dass Unternehmen sich zusammenschließen und so möglicherweise doch eine monopolistische oder sehr starke Marktstellung erhalten, die dann wieder den Nachfragern, Anbietern und Verbrauchern möglicherweise schadet. Die Frage, die uns jetzt umtreibt, ist, reichen diese klassischen Instrumente noch, diese drei Säulen des Kartellrechts, also Kartellverbot, Missbrauchsverbot und Fusionskontrolle aus, oder wie müssen die reformiert werden für die digitale Welt? Und ich will mal so anfangen und sagen, was ist denn neu in der digitalen Welt? Warum soll sich da eigentlich überhaupt was ändern? Und diese Grafik, die fasst das so ein bisschen scherzeshalber zusammen, spaßeshalber. Der Erfinder der Tesco-Karte, der britischen Supermarktkette, hat den legendären Spruch geprägt, Daten sind das neue Öl. Das wissen wir, das stimmt nicht so ganz. Daten sind doch nicht das neue Öl. Aber was er damit sagen wollte, ist, glaube ich, dass Daten eine wichtige Ressource sind, mit der sehr viel gearbeitet wird. Und man sieht das auch vor 10 Jahren etwa oder vor 12, um genauer zu sein, vor der Finanzkrise waren die wichtigsten oder die wertvollsten Unternehmen der Welt im Wesentlichen Rohstoffunternehmen, also ExxonMobil, Petrobras, Gazprom etc. Und heute sind das Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit Daten operieren, also die berühmten GAFA-Unternehmen, Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft manchmal auch noch genannt. Also in unterschiedlicher alternierender Reihenfolge sind das typischerweise die Unternehmen mit der höchsten Börsenkapitalisierung und nach der Corona-Krise sicherlich noch stärker als je zuvor. Und spaßeshalber deswegen, weil die Gemeinsamkeit zwischen Daten und Öl liegt eben darin, dass beides auf Plattformen gewonnen wird, wie wir dieser Grafik entnehmen können. Also man kann sagen, das ist ja eigentlich nicht neu. Daten haben wir immer schon benutzt. Keine Wirtschaft hat jemals ohne Daten funktioniert. Man musste ja zumindest mal die Verbraucher fragen, was sie denn gerne hätten. Das heißt also, ich habe immer schon Daten benutzt. Und wir können auch sagen, Plattformen sind eigentlich nicht ganz neu. Der Begriff der Plattform ist ein bisschen inflationär mittlerweile. Was Ökonomen und insbesondere Wettbewerbsökonomen darunter verstehen, ist nicht jeder, der eine Internetseite hat, ist gleich eine Plattform, sondern damit ist gemeint, dass das eine neue Form oder eine stärker verbreitete Form der Intermediation ist, die zwei Gruppen zusammenbricht, man sich also zwei Kundenkreise erschließt. Also nehmen wir im Beispiel eBay, eine der ältesten Plattformen, die wir im Internet haben. Die bringt also Verkäufer und Käufer zusammen, ohne eigentlich selbst Ware zu haben. Und das Besondere an diesen Plattformen ist, dass es hier sogenannte indirekte Netzeffekte gibt. Was ist damit gemeint? Für einen Verkäufer ist eine Plattform natürlich umso interessanter, je mehr Käufer sich da tummeln. Also wenn ich eine hässliche Vase geschenkt bekomme und möchte sie wieder loswerden, wo bringe ich sie hin? Naja, zu eBay, da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ich einen Käufer finde.
als Käufer, wenn ich auf der Suche nach etwas bin, was ich nicht überall finde, wohin gehe ich als erstes hin? Naja, zu der Plattform, wo die meisten Verkäufer sind, denn da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich sie finde. Das heißt, wir haben hier indirekte Effekte in dem Sinne, dass man sagt, der Verkäufer hätte natürlich nicht gerne eine Plattform, wo viele andere Verkäufer sich auch tummeln. Das ist ja eigentlich schlecht, dann habe ich mehr Wettbewerb. Aber indirekt brauche ich es ja schon, die anderen Verkäufer, weil sonst gäbe es ja gar keine Käufer auf der Plattform. Können wir sagen, das ist nicht neu, so hat doch jedes Einkaufszentrum immer schon funktioniert. Im Einkaufszentrum gehe ich auch als Käufer dahin, wo die meisten Shops sind, und die Shops gehen am liebsten dahin, wo die meisten Käufer tendenziell kommen. Aber es gab natürliche Schranken, einfach im Beispiel der Einkaufszentren. Warum? Es gibt ein Kapazitätsproblem. Irgendwann ist auch das größte Einkaufszentrum groß genug und die Leute finden sich nicht mehr zurecht. Das heißt also, irgendwo ist auch ein sehr großes Einkaufszentrum irgendwann nicht mehr größer zu machen, weil es einfach ein Kapazitätsthema ist. Zweitens, es gibt sowas wie eine Beschränkung durch Reise- und Transportzeiten. Die Leute fahren nicht beliebig weit in irgendein Einkaufszentrum. Das ist mir bei Amazon, eBay, Immobilien Scout, Uber, wo auch immer eigentlich relativ egal. Das heißt also, wenn ich bei eBay bin, ist mir das relativ egal, wo der Kunde gerade sitzt. Oder nehmen wir einmal so ein Marketplace, andere Plattformen. Dann merke ich vielleicht, ich habe das Produkt in China gekauft, ich habe es gar nicht gemerkt. Eigentlich, das ist irrelevant, wie weit der Verkäufer weg ist. Und für den Verkäufer ist auch die Reisezeit, die Distanz zum Käufer nicht wichtig. Das heißt, Reise- und Transportkosten spielen eigentlich kaum noch eine Rolle. Kapazitätsprobleme spielen auf Internetplattformen auch keine Rolle. Ich kann einen Amazon-Shop noch einen und noch einen und noch einen listen und ich kann auch noch einen Kunden und noch einen Kunden und noch einen Kunden mit aufnehmen. Das heißt, wir haben hier zwei Tendenzen, die Skalierbarkeit, also das Skalieren, 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 erheblich befördern, was in der physischen Welt eben schwer ist, weil es immer weitere Kosten hat, was aber in der Internetwelt eben sehr einfach möglich ist und wir deswegen natürlich dann Konzentrationstendenzen sehen. Das macht also Wettbewerbsökonomen Sorgen und diese Grafik erklärt vielleicht, warum das gerade Wettbewerbsökonomen und Kartellrechtlern und Politikern in Europa besondere Sorgen macht. Wenn wir uns mal angucken, das ist eine Grafik, die der Kollege Holger Schmidt aus Darmstadt regelmäßig produziert. Börsenstand ist noch vor Corona, also BC, sozusagen before Corona, 29. Februar entstanden. Aber das würde sich heute auch nach Corona, also nach dem großen Dip, nicht viel anders aussehen. Die wertvollsten Plattformen der Welt sitzen zum einen auf der anderen Seite des Atlantiks, also in USA, insbesondere eben die schon genannten GAFA-Unternehmen, Google bzw. Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple und Facebook. Und dann in Asia Pacific, also im asiatisch-pazifischen Raum, Tencent, Alibaba, Samsung und so weiter. Und in Europa hängen wir uns an SAP auf und das ist ja noch nicht mal so eine richtige Plattform, will ich mal so sagen, oder nur in Teilen eine Plattform. Das heißt, das erklärt vielleicht, warum gerade die europäische Wettbewerbspolitik ein besonderes Interesse daran hat, doch die Konzentrationstendenzen auf diesen Märkten einzuhegen. Man sich fragt, wie kann man das denn? Kann man das überhaupt einhegen, die Konzentrationstendenzen? Und sagen, na, es gibt gewisse Faktoren, die einfach natürlicherweise die Konzentration befördern. Zum einen haben wir da direkte Netzeffekte auf diesen Märkten. Das sind also typischerweise Kommunikationsplattformen, sowas wie Facebook, Skype, Twitter, WhatsApp, Snapchat, TikTok, was auch immer. Warum? Das ist einfach das alte Modell der Dorfdisco, will ich mal sagen. Die Leute gehen dahin, wo die Leute hingehen, weil alle da hingehen. Das heißt also, wir haben hier ganz direkte Netzeffekte. Jeder will da sein, wo alle sind, weil alle da sind. Die indirekten Netzeffekte sind ein bisschen schwieriger, aber das haben wir im Prinzip auch sehr stark ausgeprägt. Nehmen wir Amazon Marketplace, meine ich jetzt eBay, Airbnb, Uber, PayPal oder auch Immobilien Scout als Beispiel. Nehmen wir mal Uber, die ja nun in Europa gar nicht mal so populär sind, aber oder MyTaxi oder eine ähnliche Plattform, wie funktioniert das? Naja, ich nehme natürlich am liebsten die App, bei der die meisten Taxifahrer angeschlossen sind, weil dann kommt als erstes ein Taxi und der Taxifahrer sagt natürlich, ich lade mir auch die App auf, wo am ehesten die Kunden sich melden und sagen, ja, ich brauche ein Taxi. Das heißt also, auch hier haben wir die Konzentrationstendenzen und das ist bei Hotelbuchungsplattformen, bei anderen Buchungsplattformen wie Airbnb, Amazon Marketplace und so weiter nicht anders. Das heißt, diese Netzeffekte treiben die Konzentration auf den Märkten. Steigende Skaleneffekte kommen obendrauf, also skalieren, skalieren. Das heißt also, wir haben sinkende Durchschnittskosten, das befördert das nochmal. Aber wir haben auch einen Hoffnungsschimmer. Es gibt auch sowas und die Ökonomen nennen das Multi-Homing. Das ist also kein Wort aus der Rappersprache, sondern aus dem ökonomischen Jargon. Was meint man mit Multi-Homing?
eigentlich sagt der Name das schon, ist es relativ simpel, auch sich auf mehreren Plattformen zu bewegen. Wenn man sich jetzt nochmal zurückdenkt an das Beispiel des Einkaufszentrums, da war es relativ schwer. Wenn ich sage, ich mache eine Filiale auf, dann muss ich nochmal Geld in die Hand aufnehmen, um in einem zweiten Plattform, also im zweiten Einkaufszentrum, auch eine Filiale aufzumachen. Und da muss ich nochmal Geld in die Hand nehmen, um im dritten auch noch eine aufzumachen. Das ist heute natürlich viel einfacher zu sagen, naja, wenn ich schon mal bei eBay was verkaufe, ist auch eigentlich nicht besonders schwer, auch noch bei Amazon Marketplace mich listen zu lassen. Ist auch nicht so schwer, nochmal bei idealo.de, bei ladenzeile.de, bei Google Shopping und wo auch immer und die eigene Webpage. Also ich kann eigentlich relativ simpel, ohne viel Geld, verschiedene Plattformen bedienen. Und als Kunde ist das natürlich auch einfach. Also früher bin ich sicherlich nicht zwischen zwei Einkaufszentren hin und her gefahren und habe gesagt, jetzt gucke ich mal in dem einen Einkaufszentrum, finde ich das richtig, dann fahre ich zurück ins andere und sage, nee, das war doch nicht so gut, ich fahre wieder zurück ins erste. Das ist im Internet natürlich auch viel, viel einfacher. Ich sage, wenn ich dann doch nicht das Richtige finde bei Amazon, dann vielleicht gucke ich doch mal bei Zalando, vielleicht gucke ich doch mal irgendwo anders. Das heißt also, dieses Multi-Homing ist einfach. Aber das Problem ist, dass die Märkte dennoch kippen können, also die Winner-Takes-All-Phänomen sehr verbreitet, wenn das Multi-Homing nicht ausgeprägt ist. Und hier kommt jetzt auch das Kartellrecht ins Spiel, dass man sagt, das Multi-Homing muss besonders geschützt werden. Und hier ist der deutsche Gesetzgeber in zwei Schritten vorgegangen. Wenn Sie nochmal, ich klicke vielleicht nochmal ganz kurz zurück, wenn Sie sich das nochmal angucken, das war sozusagen der Befund der Wettbewerbsökonomen Ende der 2000er Jahre, also Literatur von 2008, 2009. Die haben sehr stark diese Effekte in den Vordergrund geschoben, haben gesagt, das sind konzentrationstreibende Faktoren. Und das meine ich jetzt gar nicht ironisch, nur 10 Jahre später hat der deutsche Gesetzgeber das in Gesetz gegossen, eine Kartellrechtsnovelle gemacht und das ist für wettbewerbsökonomische Verhältnisse schon ein schneller Vorgang tatsächlich, dass so schnell doch gehandelt wurde und hier hatte Deutschland auch eine Vorreiterrolle. Das heißt also, wenn heute die Marktmacht von Plattformen bewertet wird, dann werden, ohne dass ich jetzt alles vorlese, eigentlich genau diese ökonomischen Kriterien, die sich herausgebildet haben, als Maßstab verwendet. Das löst das Problem aber noch nicht so ganz, denn das sagt uns jetzt, okay, das Unternehmen hat Marktmacht, da ist eine Plattform, nehmen wir Amazon, nehmen wir Google, nehmen wir eine andere Plattform, die haben Marktmacht, dann wissen wir das jetzt, aber wie hilft uns das? Wir wollen ja möglicherweise verhindern, dass sie so groß werden oder so mächtig werden, dass so starke Abhängigkeiten bestehen, dass niemand mehr oder dass man nur noch sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeiten tatsächlich hat. Und hinzu kommt, dass die Anreize, sich eine solche Monopolstellung zu erarbeiten oder zu generieren, außerordentlich hoch sind. Ich will das jetzt hier nicht alles vorlesen, das habe ich eigentlich mehr zum Nachlesen für diejenigen, die das dann zu Hause nochmal genauer studieren wollen, aufgeschrieben, aber die Logik ist eigentlich recht simpel. Es gibt schon eine ältere Theorie, die sagt, wenn ich Märkte habe mit sinkenden Durchschnittskosten, also mit steigenden Skalenerträgen, also großen Economies of Scale, wo Skalieren eine wichtige Rolle spielt, dann kann ich den Markt relativ gut verschließen, wenn es mir nur gelingt, einen Teil der Kundschaft an mich zu binden und die quasi nicht dem Wettbewerb auszusetzen, weil dann kann ein möglicher Konkurrent gar nicht die nötigen Skaleneffekte generieren. Der kriegt nie die kritische Größe hin und bleibt deswegen immer draußen aus dem Markt. Und das verstärkt sich jetzt nochmal, weil on top, also obendrauf auf diese Skaleneffekte, kommen jetzt noch die Netzeffekte. Das heißt also, wenn es mir auch noch gelingt, wenigstens eine Marktseite davon abzuhalten, sich parallel ja, auf mehreren Plattformen zu betätigen, dann können die Märkte ganz leicht kippen, dann setzt eine Spirale ein. Also rein hypothetisch, wenn bestimmte Hotels sagen, ich liste mich jetzt nicht mehr bei einer der Hotelbuchungsplattformen ein, sondern nehme nur noch die andere, dann werden die Kunden das irgendwann merken, sagen, dann gehe ich auch gar nicht mehr zuerst, dann wird das für die nächsten Hotels auch uninteressant, sagen, da brauchen wir uns nicht mehr einzulisten, wir kriegen ganz schnell eine Monopolisierungsspirale und deswegen legt das Kartellrecht jetzt großen Wert darauf, dass man sagt, wir müssen das stärker schützen, diese Möglichkeit des Multi-Homings. Und bisher hatten wir in der Logik des Kartellrechts, insbesondere in Europa, eine gewisse, ich will mal sagen, digitale Logik. Das heißt, wir hatten hier eine gewisse Entscheidung 0 oder 1. Man unterscheidet da für diejenigen von Ihnen, die nicht so Kartellrechtsliebhaber sind, ist ein Unternehmen marktbeherrschend oder nicht. In Deutschland hatte man da immer schon mehr Shades of Grey, mehr Graustufen. Man hat immer schon gesagt, naja, es gibt vielleicht auch noch sowas unterhalb der Marktbeherrschung, wo es schon kritisch wird. Wir haben das in Deutschland relative Marktmacht genannt. Paragraph 20 GWB für die Liebhaber unter Ihnen. Was guckt man sich da an? Man sagt, naja, es gibt schon Unternehmen, die sind vielleicht nicht marktbeherrschend, aber die sind unterhalb der Marktbeherrschung, haben die so eine überragende Bedeutung in dem Markt, dass die bestimmte Dinge nicht tun dürfen, die Unternehmen tun dürfen, die in freiem Wettbewerb und auf kompetitiven Märkten, auf wirklich kompetitiven Märkten agieren. Und hier ist die Idee jetzt zu sagen, naja, das hat bis jetzt eine bestimmte Anzahl von Praktiken erfasst, dieser Paragraph 20 des deutschen Kartellrechts. Sollten wir das nicht ausweiten und sagen,
auch diejenigen, ja, die das Multihoming beschränken. Also eine Plattform, die es erschwert, dass entweder Anbieter oder Nachfrager, also eine von den beiden Marktseiten, sich parallel auch auf anderen Plattformen bewegen kann. Sollte das nicht schon gestoppt oder zumindest überprüft werden können durch die Kartellbehörden, bevor die marktbeherrschend geworden sind? Denn dann ist der Wettbewerb typischerweise sehr schwierig wieder zu beleben. Denn dann setzt die Logik ein, dass alle da sein wollen, wo alle da sind, weil alle da sind. Und dann ist es sehr schwer, den Wettbewerb wieder zu injizieren in diesen Markt. Deswegen ist jetzt die Idee, wir müssen vorher aktiv werden können, zumindest aus Sicht der Kartellbehörden. Und da, wo es nicht tatsächlich schon so weit ist, dass es nur noch eine Plattform gibt, und es gibt eine ganze Reihe von Märkten, wo wir noch verschiedene konkurrierende Plattformen haben, da sollte man dann auch früher intervenieren können. Zweite Idee, die man gesagt hat, wir müssen das Kartellrecht vielleicht auch noch in die Richtung anpassen, vielleicht auch eher was für die Liebhaber zu sagen. Bis jetzt haben wir immer sehr mit den Konzepten Angebotsmacht, also jemand ist mächtig auf dem Angebotsmarkt, oder Nachfragemacht, jemand ist stark als Nachfrager einordnen. Aber wir hatten nicht ein Konzept, was wir Intermediationsmacht genannt haben. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, diese Plattform treten ja eigentlich halt nicht als Nachfrager auf den Märkten auf. Das heißt also, wenn ich mir meinetwegen Amazon Marketplace angucke, bietet Amazon Marketplace den Händlern an, sich einzulisten, und es bietet den Käufern Produkte an. Also es ist kein Nachfrager im wirklichen Sinne auf den Märkten. Das heißt, die typischen Kriterien, die wir in der traditionellen Welt für Nachfragemacht entwickelt haben, greifen nicht, weil es plötzlich ein Angebotsmarkt ist aus Sicht der Plattform. Hier ist jetzt die Idee, die folgende, zu sagen, na, eigentlich kann die Abhängigkeit, die ein einzelner Hersteller aber von einer solchen Plattform hat, genauso sein wie auf traditionellen Märkten, wo er vielleicht von einem einzelnen Nachfrager abhängig war. Das heißt, müssen wir dieses Konzept der Intermediationsmacht, und ich formuliere das jetzt mal ein bisschen salopp, meine Kartellrechtskollegen, die werden mir das verzeihen, zu sagen, das ist sowas wie Nachfragemacht auf Angebotsmärkten. Also was meinen wir mit? Die Abhängigkeit von einer Intermediationsplattform kann genauso hoch sein wie von einem Nachfrager, auch wenn er nicht als Nachfrager auftritt, aber er vermittelt den Zugang zum Kunden letztendlich genauso wie ein traditioneller Nachfrager, das also meinetwegen eine Supermarktkette getan hat. Auch das wird jetzt ins GWB eingeführt. Dritter Punkt, der kommt in der deutschen Kartellrechtsnovelle, verbesserter Zugang zu Daten als Ressourcen. Also Daten sind schon eine wichtige Ressource, sie sind kein Öl, das wissen wir. Es gibt den großen Unterschied, wenn Öl verbraucht ist, ist es verbraucht. Wenn Daten genutzt werden, dann sind sie nicht verbraucht, die werden gebraucht und die können beliebig häufig prinzipiell genutzt werden, ohne dass sie sich verbrauchen. Ein Riesenunterschied zum Öl, deswegen sind sie kein Öl, aber sie sind gleichwohl eine wichtige Ressource. Was aber aus wettbewerbsökonomischer Sicht eigentlich auch vorteilhaft ist, weil dann können sie auch geteilt werden tatsächlich. Die Daten, dem stehen natürlich manchmal Datenschutzbelange, Privacy-Concerns und Ähnliches entgegen, aber prinzipiell sind sie teilbar und von daher bestehen sowohl in Deutschland als auch auf Ebene der Europäischen Union große Bestrebungen zu sagen, wir brauchen einen verbesserten Zugang für Dritte zu Daten, wenn ansonsten sie nicht mehr im Wettbewerb tatsächlich hinterherkommen. Vierter Punkt, auch in der Fusionskontrolle gibt es eine kleine Neuerung, wird es die geben, das ist der Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums oder der deutschen Bundesregierung, ist aber noch nicht der Kabinettsentwurf, ist die Idee nun zu sagen, auch in der Fusionskontrolle müssen wir vielleicht in manchen Fällen ein bisschen genauer hingucken, ist noch umstritten, ob das so kommen wird und dem Bundeskartellamt das ermöglichen, dass bestimmte Unternehmen verpflichtet werden, auch Zusammenschlüsse anzumelden bei den Kartellbehörden, die eigentlich nicht anmeldepflichtig sind, denn nicht jeder Zusammenschluss ist anmeldepflichtig. Typischerweise muss man eigentlich bestimmte Größenordnungen überschreiten. Also wenn eine Pizzeria eine andere Pizzeria in Düsseldorf-Gerresheim übernimmt, dann ist das nicht notifizierungspflichtig bei den Kartellbehörden. Normalerweise müssen Größenordnungen erreicht werden. Hier ist die Idee, vielleicht gibt es bestimmte Unternehmen, und die denkt man natürlich auch an die sehr großen Plattformen, die möglicherweise doch bestimmte Fusionen vorher anmelden sollten, auch wenn bestimmte Umsatzwerte noch nicht überschritten sind. Dieser ganzen Vorschriften, die jetzt sich im Gesetzentwurf finden, will ich nur in kurzer Zeit erläutern, weil das sonst ein kartellrechtliches Expertenseminar zu werden droht. Wie wird sich das darstellen? Wir haben bisher schon den Zugang zu bestimmten Assets von Unternehmen geregelt im Kartellrecht. Das ist aus der Zeit gekommen, als die sogenannten Netzwerkindustrien liberalisiert wurden. Also als man gesagt hat, wir wollen auch bei Stromwettbewerb, wir wollen auch bei beim Telekommunikationswettbewerb, wir wollen auch bei der Bahn gerne Wettbewerb, wir wollen beim Gaswettbewerb. Was hat man gesagt? Naja gut, dann wird das wohl nur gehen, wenn
wenn die potenziellen Wettbewerber auch Zugang zum Telekommunikationsnetz, also zur letzten Meile bekommen, zum Stromnetz bekommen, zum Gasnetz bekommen und auch die Züge auf den Schienen der Deutschen Bahn fahren lassen können. Denn niemand wird ein zweites Gasnetz bauen, ein zweites Schienennetz bauen, ein zweites Telekommunikationsnetz, zumindest nicht den zweiten Hausanschluss bauen. Das heißt also, man hat schon diesen Eingriff in die Vertragsfreiheit im Kartellrecht angelegt und gesagt, das ist zwar ein harter Eingriff, ihr dürft nicht mehr selber bestimmen, wer eure Assets alles benutzen wird, aber für den Wettbewerb müsst ihr unter besonderen Bedingungen auch andere die nutzen lassen. Und diese sogenannte Essential Facilities Doktrin, das ist also etwas, was aus den USA kommt, hat man ins deutsche Kartellrecht dann Ende der 90er Jahre eingeführt, um auch den Wettbewerb in solchen Märkten zu befördern unter anderem. Und das überträgt man jetzt im Grunde und sagt, naja, bisher stand da drin, das ist die alte Version, das lese ich jetzt nicht alles ganz genau vor, aber da steht im Wesentlichen, ich muss gegen angemessenes Entgelt, also nicht unentgeltlich, nicht kostenfrei, anderen Zugang zu eigenen Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen geben. Und das hat man jetzt geändert und da steht jetzt drin, das können also Zugang zu Leistungen einschließlich des Zugangs zu Datennetzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen gehen, denn Ende der 90er Jahre hat man natürlich nicht Daten da reingeschrieben, weil das da noch nicht relevant erschien, dass auch der Zugang zu Daten sowas Ähnliches sein könnte wie eine Essential Facility. Das wird sich jetzt also ändern, aber man macht es sogar noch ein bisschen einfacher. Und hier überspringe ich mal vielleicht ein bisschen was und überlasse das Ihnen zum Nachlesen. Wir nutzen jetzt wohl auch diesen Paragraph 20, also bei relativer Marktmacht, und sagen, eine Abhängigkeit kann sich auch ergeben, dass ein Unternehmen für die eigene Tätigkeit auf Zugang zu Daten angewiesen ist, die von anderen Unternehmen kontrolliert werden. Hier wird insbesondere an sowas wie Maintenance-Märkte gedacht, aber wir hatten eben auch das Beispiel Landwirtschaft im vorangegangenen Vortrag. Auch da spielt das ein großes Thema. Wer bekommt eigentlich den Zugang zu den Daten, die auf den Mähmaschinen, Sämaschinen, Traktoren etc. gesammelt werden. Das soll vereinfacht werden, wenn hier eine Abhängigkeit tatsächlich von diesen Daten besteht. Das Zweite ist dann die Intermediationsmacht, die eingeführt werden soll. Auch das findet sich sowohl bei der Marktbeherrschung als auch bei der relativen Marktmacht. Also hier soll gesagt werden, wenn ich abhängig bin von jemandem, den ich meine Ware eigentlich nachfragt, aber über den ich das distribuieren muss, dann gelten für den auch bestimmte besondere Regeln tatsächlich. Und, das hatte ich schon erwähnt, die Beweislast soll umgekehrt werden beim Erschweren von Multihoming. Das heißt also, wenn ich eine Plattform bin, die vielleicht noch nicht marktbeherrschend bin, aber schon relative Marktmacht habe, dann werde ich nicht unbedingt mir das verboten, dass das Multihoming erschwert wird, aber ich muss den Beweis antreten, dass es notwendig ist, dass es also gute Gründe gibt, warum ich verhindere, dass bestimmte Dienste parallel auf anderen Plattformen auch angeboten werden. Ein Thema, was kaum adressiert ist oder nur schwach adressiert ist, ist das Thema der sogenannten Killer-Akquisition. Und ich halte das momentan auch für richtig, obwohl es ein Problem tatsächlich darstellt. Was ist damit gemeint? In der ökonomischen Sphäre, sag ich mal, unter den Wettbewerbsökonomen gibt es seit jetzt, würde ich sagen, so 3-4 Jahren eine sehr, sehr aktive Diskussion über das Phänomen der sogenannten Killer-Akquisition. Was sind Killer-Akquisitionen? Damit ist gemeint, dass ein Unternehmen ein anderes Unternehmen nur deswegen aufkauft, um zu verhindern, dass es eine bestimmte Innovation in den Markt bringt, die dann zu mir in Konkurrenz treten könnte. Das ist etwas, was man für die Pharmaindustrie mittlerweile ganz gut dokumentiert hat, dass es bestimmte Übernahmen gibt, die sich am besten dadurch erklären lassen, dass man sagt, die sind dabei, eine Therapie, ein Medikament, etwas zu entwickeln, was mein eigenes patentiertes Medikament, meine Therapie gefährdet. Und deswegen übernehme ich die lieber und deswegen heißt es auch Killer-Akquisition und stelle diese Forschungszweig dann ein, damit das nicht für mich gefährlich wird. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es sowas möglicherweise auch bei den digitalen Unternehmen? Werden bestimmte Unternehmen nur deswegen gekauft, weil sie sonst Wettbewerber werden könnten? Und hier gibt es die Diskussion etwa um das Beispiel der Übernahme von WhatsApp durch Facebook. Wäre sonst WhatsApp möglicherweise ein ähnlicher Konkurrent zu Facebook geworden oder auch nicht? Das ist natürlich ex post schwierig festzustellen. Andere Themen sind die Übernahme von Facebook und Instagram etwa. Wie hätte sich Instagram entwickelt, hätte Facebook sie nicht übernommen? Es ist schwer herauszufinden natürlich, aber es gibt ein gewisses Unbehagen, dass das ein Problem sein könnte tatsächlich, dass also Unternehmen nur deswegen gekauft werden, weil sie sonst Wettbewerber würden. Das Dilemma, das wir haben, ist, dass es
in der Diskussion geht es manchmal durcheinander, es auch sowas wie die Killzone gibt. Mit der Killzone ist jetzt nicht die Killer Acquisition gemeint, sondern das ist ein Phänomen, wo man sagt, es gibt bestimmte Unternehmen, die haben sehr gute Geschäftsideen, die haben aber insbesondere deswegen ein Problem, eine Finanzierung zu finden, weil sie zu nah an den Interessen der sogenannten GAFAs sind, an Google, Apple, Facebook und Amazon. Das heißt, wenn einer sagt, ich habe eine super Idee und damit könnte ich nachher Facebook richtig Konkurrenz machen, gibt es die Befürchtung, dass die kein Geld finden werden. Warum? Weil jeder weiß, wenn das so ist, dann wird Facebook dich platt machen. Oder Google oder Amazon. Das ist eine Befürchtung zumindest. Das heißt also, diese Theorie sagt, ja, mach doch lieber irgendetwas, was komplementär zu Google, Apple, Facebook ist, aber nicht etwas, was konkurrierend zu denen ist. Weil wenn du etwas machst, was konkurrierend zu denen ist, dann werden die dich sehr, sehr aggressiv bekämpfen. Die haben die tieferen Taschen, die haben den längeren Atem. Das werden wir nicht durchhalten. Deswegen finanzieren wir das lieber nicht und finanzieren lieber etwas, was komplementär ist. Der Weg daraus könnte natürlich sein, dass man sagt, typische Exit-Strategie für Businesspläne zu sagen, naja, meine Exit-Strategie ist der Verkauf an Google, Apple, Facebook etc. Wenn ich das nun aber gerade untersage und sage, ja, an Google, Apple, Facebook etc. kannst du aber nicht mehr verkaufen in der Zukunft, dann wird das natürlich nicht einfacher für diese Unternehmen eine Finanzierung zu bekommen. Und deswegen ist es auch völlig unklar, ob der Wettbewerb gestärkt werden würde oder geschwächt werden würde in der dynamischen Perspektive, wenn ich diese Akquisition untersage oder wenn ich sie eben nicht untersage. Und vor diesem Dilemma, dass man eigentlich gar nicht weiß, ob das nun besser oder schlechter ist, die zu untersagen, gibt es jetzt verschiedene Lösungen. Die Schärfung der Fusionskontrolle wird von manchen gefordert, ist aber wie gesagt schwierig. Aber der deutsche Gesetzgeber versucht jetzt den Weg zu beschreiten, sagen, naja, wir haben ja auch eine gewisse Komplementarität zwischen Fusionskontrolle und Missbrauchsaufsicht. Denn wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und fragt, warum haben wir überhaupt eine Fusionskontrolle, dann ist das das implizite Eingeständnis, dass eben die Missbrauchsaufsicht nicht so richtig funktioniert. Denn wenn die Missbrauchsaufsicht perfekt funktionieren würde, könnten wir ja sagen, lass die doch fusionieren, wie sie wollen. Sobald die sich missbräuchlich verhalten, kontrollieren wir das einfach und beenden das. Wir wissen aber, das funktioniert in der realen Welt nicht perfekt. Es gibt Informationsasymmetrien, es gibt eingeschränkte Rationalität, es gibt Schwierigkeiten, man muss alles gerichtsfest machen und so weiter. Wir wissen, die Missbrauchskontrolle ist nicht perfekt. Man kann jetzt aber sagen, wenn wir die Missbrauchskontrolle doch deutlich stärken, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, bei der Fusionskontrolle so stark zu sein, weil dann können wir vielleicht doch ein bisschen nachlegen. Und das ist der Weg, den der deutsche Gesetzgeber, glaube ich, richtigerweise beschreitet, zu sagen, jetzt schärfen wir erstmal die Missbrauchsaufsicht, versuchen das Verhalten besser zu kontrollieren. Und wenn das nicht reicht, müssen wir vielleicht nochmal ran an die Fusionskontrolle. Aber weil das so schwierig ist und die Einschätzung, ob das eigentlich pro- oder antikompetitiv sich auswirkt, versuchen wir erstmal den Weg über die Missbrauchsaufsicht zu gehen, aus meiner Sicht zu Recht. Also das Fazit, was ich ziehen möchte, die digitale Wirtschaft birgt neue Herausforderungen für das Kartellrecht. Daten und Plattformen sind nicht neu, aber ihre Bedeutung ist unheimlich gestiegen im Zuge der Digitalisierung. Wichtig ist, das Multihoming so einfach wie möglich zu machen. Das kann man eben durch Interoperabilität, Datenportabilität und ähnliche Dinge. Und die aktuelle Kartellrechtsreform, die im Hintergrund dieser ganzen Corona-Krise läuft, geht da in die richtige Richtung und übt dadurch auch einen gewissen Druck auf die Europäische Union aus meiner Sicht nachzuziehen. Und die Ratspräsidentschaft der Bundesregierung kommt in der zweiten Jahreshälfte. Da erhoffen sich einige, dass auch dann in Europa der Anstoß in diese Richtung gehen wird und der Fokus auf die Stärkung der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht und noch nicht, möchte ich sagen, auch die Fusionskontrolle scheint mir der richtige Weg zu sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ja, auch hier nochmal. Professor Haukapp, vielen Dank. Kommen Sie zu uns in die Runde. Es sind auch schon einige Fragen über die Chatfunktion, die Sie zu Hause gerne nutzen können, hier reingekommen. Und ganz früh war Vinzenz Mewis mit dabei und der hat eine sehr schöne Frage, finde ich. Der sagt ganz einfach, zeigt nicht schon der kollektive Preissprung an den Tankstellen vor den Ferien oder jetzt vor Pfingsten, dass das Kartellrecht auch schon ganz klassisch nicht funktioniert? Das ist eine gute Frage, denn da gibt es eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung und der empirischen Beobachtung. Jeder scheint diesen Preissprung permanent wahrzunehmen. Wenn man dann aber ganz genau hinguckt, gibt es den eigentlich überhaupt noch, dann sehen wir, dass es in den letzten Jahren eigentlich diesen feiertagsbedingten Sprung kaum noch gibt tatsächlich. Der macht im Durchschnitt ungefähr noch einen halben Punkt aus, halben Cent aus. Also der ist fast nicht mehr da, wenn man ganz genau in die Daten hinguckt. Natürlich haben wir eine
unheimliche Preisentwicklung an den, die Volatilität der Preise ist unheimlich gestiegen an den Tankstellen. Das heißt also, wir haben Preisänderungen heute, das ist ein Trend, der sich schon in den letzten 10 Jahren zieht. Immer häufiger werden die Preise geändert. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist aber auch so interpretiert, dass die ökonomische Theorie, dass tatsächlich der Wettbewerb stärker geworden ist. Das mag sich für manche überraschen, aber wenn wir noch mal überlegen, was würde denn ein Kartell vereinbaren? Ja, wenn ich mich wirklich absprechen würde, können wir uns sehr sicher sein, die würden sich nicht vereinbaren. Komm, lass uns mal 20 Mal am Tag die Preise ändern. Ja, das typische Kartell macht Vereinbarungen wie, lass uns mal 2 Wochen die Preise konstant lassen. Das waren auch die Beobachtungen etwa aus dem Kartell, was sie in Italien vorlässt. Die verabreden sich gerade, weil sonst ist es unheimlich anstrengend, dauernd zu kontrollieren, wie sind denn die Preise gerade. Ja, das heißt also, was wir typischer sehen an Tankstellen ist, Shell und Aral erhöhen die Preise, dann bröckeln die alle wieder, weil dann die ganzen anderen kommen und sagen, na, ein bisschen billiger als die müssen wir aber sein. Und dann geht das wieder runter, dann kommt die Mittagsstelle, dann geht es wieder ein bisschen hoch, weil die sagen, ja, ein bisschen wieder hoch mit den Preisen. Und dann sagen die anderen, na gut, die anderen sind wieder hoch, können wir wieder hinterher. Und dann haben wir abends nochmal einen Dip und dann geht es irgendwann ganz runter. Und abends schließen dann aber ganz viele Tankstellen auch. Und dann können die Preise endlich wieder hochsetzen. Ja, weil viele freie Tankstellen und so weiter. Das heißt, da haben wir dann gar nicht mehr so viel Auswahl. Also wir haben da so eine Marktstruktur, die atmet den ganzen Tag. Das ist eigentlich ganz interessant. Tagsüber haben wir sehr viele Tankstellen, abends ganz wenige. Und man sieht, abends ist in den Innenstädten das Preisniveau sehr ähnlich zu den Autobahntankstellen, weil da gibt es ja auch keinen Wettbewerb, tatsächlich, oder kaum Wettbewerb. Und tagsüber ist der dann sehr viel unter den Autobahntankstellen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Benchmark, dass man sieht, ja, durch die Öffnung der freien Tankstellen, wenn die ja morgens aufmachen und die ganzen Waschstraßen und so weiter, kommt der Wettbewerb rein. Aber dieses lebhafte Preisgeschehen spricht eigentlich für Wettbewerb und nicht für ein kartelliertes Verhalten. Also kein Kartelland würde eigentlich sagen, lass mal 1000 Mal im Jahr die Preise ändern. Aber man hat schon das Gefühl, dass sie sich irgendwie immer alle einig sind, dass wenn die Ölpreise ansteigen, alle schnell mit dabei sind, auch die Benzinpreise anzuheben und andersrum, dass sie sich alle hier... Ja, es gibt, wir haben selber mal eine Untersuchung für den ADAC gemacht, auch mit richtigen Daten, dass die Hälfte der Deutschen ungefähr phlegmatisch ist. Ja, die sagen, ich fahre zur nächsten Tankstelle, ist mir egal. Ja, und dann ich tanke immer für 20 Euro. Ich tanke immer für 20 Euro oder mir ist das zu anstrengend, ich fahre mal zur selben Tankstelle. Das wissen die Tankstellen natürlich auch und nutzen das aus. Die wissen, die stehen ja vor diesem Spagat und sagen, auf der einen Seite ja, würden wir gerne sozusagen mehr verdienen, aber dann verlieren wir diese preisbewussten Kunden, die auch über die Apps, die wir mittlerweile haben, dann doch woanders tanken. Ja, und dann sozusagen muss ich den Preis aber doch wieder senken, weil irgendwann sind zu viele von denen weg und so weiter. Ja, das heißt also, das liegt natürlich auch ein bisschen am Kunden. Verhalten, dass sozusagen die und die, dass die Preise so ähnlich sind, ist logisch. Das Gut ist halt extrem homogen. Ja, Benzin ist Benzin ist Benzin. Das ist nun mal nicht gerade sehr differenziert, muss man sagen. Das kommt auch selbst an den freien Tankstellen aus denselben Raffinerien wie das Markenbenzin. Also das ist dasselbe Benzin. Gut, weg von den Tankstellen. Ja, vorhin hatten wir doch die Frage, wer macht eigentlich die Regeln in der Marktwirtschaft, oder? Mhm. Und die Frage, wo entsteht das eigentlich, das Regelwerk, und wer sollte denn eigentlich was machen? Und ich wollte Sie eigentlich mal fragen, gar nicht so sehr über die Inhalte, sondern mehr über den Prozess. Sie sind Akademiker, Sie waren in einer, oder sind noch in der, nee, ich war in einer politischen Kommission. Und kommt dann jetzt ein Bundespolitiker und sagt, oh, wir brauchen mal dringend eine Regel zum Multihoming, oder ist es eine wissenschaftliche Studie und Sie tragen das in die Politik rein, oder ist ein Abgeordneter, der sagt, wir brauchen beim Multihoming endlich mal ein Gesetz. Wie kommt das zustande? Wie läuft der Dialog, hören Ihnen die Leute zu? Wie läuft das ab? Es gibt da nicht den einen Weg. Ja. Für diese Kartellrechtsnovelle, die jetzt kommt, da kann ich das berichten, weil da war ich selber mit 3 Kollegen maßgeblich beteiligt, dass in der digitalen Welt eine Konzentrationstendenz entsteht, das muss man den Leuten nicht erzählen. Das beobachten die von alleine. Auch der Wirtschaftsminister beobachtet das. Und dann kam Wirtschaftsminister Altmaier und hat irgendwie gesagt, wir müssen da irgendwie was machen, aber ich weiß nicht was. Mhm. Also, aber da muss irgendwas gemacht. Ich habe das Gefühl, da muss man was machen. Ja, aber und hat dann letztendlich eine Studie ausgeschrieben, dann die Kollegin Heike Schweizer von der Humboldt-Uni und Wolfgang Kerber aus Marburg und ich haben dann wurden dann ausgewählt, diese Studie zu erstellen, haben gesagt, bitte denkt doch mal darüber nach, was können wir denn machen tatsächlich. Und in diesem Fall konkret sind, das freut einen natürlich, tatsächlich, wir haben auch wirklich, ich habe über wenige Sachen so viel nachgedacht in der Zeit, ja, wie darüber, was können wir denn jetzt wirklich machen. Das ist schon eine wichtige Studie. Wird sehr, sehr viel umgesetzt jetzt tatsächlich. Also das ist für Ökonomen, Wissenschaftler natürlich immer erfreulich, weil sonst klagen ja Ökonomen auch immer, oder leicht, wir haben so viele tolle Ideen und keiner will sie haben. In dem Fall war es aber anders. Der Minister wollte sie haben, die Ideen, und die werden auch umgesetzt in großen Teilen. Und ich bin dafür ganz optimistisch, dass man hier einen Beitrag leistet. In anderen Fällen war es anders. Also als ich in der Monopolkommission war, haben wir auch immer
beten, die Forderung aufgestellt, dass man doch bitte mal das Fahren mit dem Bus in Deutschland erlauben soll. Manche erinnern sich nicht mehr dran, das war ja verboten lange Zeit, mit dem Bus von A nach B zu fahren, es sei denn, es war eine Kegeltour an die A oder sowas. Ja, aber von München nach Hamburg durfte ich nicht mit dem Bus fahren. Wir haben dann immer wieder gesagt, ja, das war ein Gesetz aus den 30er Jahren von den Nazis zum Schutz der Deutschen Bahn gemacht. Brauchen wir das denn immer noch, dieses Gesetz? Dürfen denn nicht mittlerweile auch Busse fahren? Irgendwann gab es dann dieses Fenster und irgendwann sind dann auch die Grünen draufgesprungen und haben gesagt, Busfahren ist vielleicht ökologisch auch gar nicht so schlecht im Vergleich zu Autofahren und so weiter. Und dann plötzlich gab es da so eine Einigung und die Bahn hatte, glaube ich, nicht richtig aufgepasst und schwupps gab es dann doch eine Liberalisierung des Busverkehrs. Aber was war, wir hatten das in ein Gutachten, noch ein Gutachten, noch ein Gutachten. Also das war so steter Tropfen hüllt den Stein und andere Ideen sind auch gar nicht durchgedrungen. Das zum Beispiel. Ist das halt in der Demokratie. Also wir haben uns auch immer dafür stark gemacht, haben gesagt, wenn wir wirklich Wettbewerb im Bahnsektor haben, dann müssen wir eigentlich systematisch die Bahninfrastruktur vom Verkehr ablösen und sagen, dann sollten wir die Infrastruktur, das ist grundgesetzlich so geregelt, die muss zumindest teilstaatlich oder ganz staatlich sein, aber können wir nicht DB Regio, DB Schenker, DB Fernverkehr ablösen davon, die privatwirtschaftlich organisieren und sagen, die treten dann in Wettbewerb, weil dann hat der Schienennetz Betreiber gar kein, dann ist es eben relativ egal, welcher Zug da fährt. Hauptsache, es fährt irgendein Zug. So ist natürlich schon noch ein gewisser Interessenkonflikt, dass DB Netz schon ein größeres Interesse daran hat, dass ein DB-Zug da fährt als ein Konkurrenzzug. Das ist völlig natürlich und das muss man durch Regulierung versuchen in den Griff zu kriegen, aber das ist auch schwer, das in den Griff zu kriegen. Die Bundesnetzagentur bemüht sich, aber das ist jetzt beileibe nicht einfach, weil manchmal gibt es ja auch gute Gründe, dass da jetzt nicht in Konkurrenz zu fahren kann, weil das ist ja das Dumme, da kann immer nur ein Zug fahren zu jeder Zeit und die Idee, das abzulösen, das haben wir auch tausendmal vorgesungen, das Lied, aber damit sind wir nicht durchgedrungen. Nicht durchgedrungen. Führt die von Ihnen angesprochene GWB-Novelle zu mehr Fairness und Sinnhaftigkeit oder müssten diese Unternehmen nicht in Händen der Gesellschaft sein, zumindest 51% nur als Investoren? Ja, da ist ja die Frage, welcher Gesellschaft soll das denn sein? Der Weltgesellschaft? Also Google ist ja jetzt erstmal ein amerikanisches Unternehmen. Soll sie in Händen der amerikanischen Regierung möglicherweise sein? Vermutlich eher nicht. Oder in Händen der Weltgesellschaft? Als Investoren steht noch hier dahinter. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor, tatsächlich. Und letztendlich ist es so, das sind hochgradig innovative Unternehmen. Die sind ja nicht dadurch entstanden, dass man sie geschützt hat vor Wettbewerb. Das war ja nicht so, sagen wir, wie die Post früher. Die ist einfach hat ein Monopol gehabt, weil man nicht erlaubt hat, dass andere Leute auch Briefe austragen. Google und Amazon, muss man ja sagen, sind deswegen auch so stark geworden. Und zumindest ein großer Teil davon ist auch, weil sie eben so innovativ sind und weil die Leute es so gerne benutzen. Ja, auch die Deutschen, sie klagen zwar, aber über 90% der Deutschen nutzen Google rauf und runter. Und das ist, die bieten ja auch Dienste an, die viele Leute gerne haben, tatsächlich. Und wenn wir das jetzt öffentlich-rechtlich oder wie auch immer organisieren, die öffentlich-rechtliche Suchmaschine, dann werden wir wahrscheinlich nicht verhindern können. Wir können die ja daneben stellen, dass die Leute dann trotzdem sagen, Google ist irgendwie besser anscheinend. Ich benutze trotzdem Google. Also wir können die Leute ja nicht zwingen, dann die öffentlich-rechtliche Suchmaschine zu benutzen. Und dass die den gleichen Innovationsgrad entfaltet, sagen wir, wie diese Unternehmen den an den Tag legen. Da habe ich meine allergrößten Zweifel. Ich arbeite selber an der staatlichen Universität. Da weiß ich auch, wie Behörden arbeiten. Also. Jetzt war hier eine Frage. Also wir hatten ja diese drei Kringel da gesehen, oder vier Kringel mit USA oder Nordamerika, mit Asien, dazwischen Europa und dann die kleinen Afrikaner. Und da fragt jemand, ist ein Problem nicht dadurch gelöst, dass wir vielleicht mehr Venture Capital zur Verfügung stellen, damit wir in Europa auch mal Plattformen bekommen? Oder wo liegt denn da eigentlich der Grund, dass wir nicht die gleichen Skalen haben wie dort? Also das ist vielschichtig. Ich habe jetzt in gewisser Weise über die Verteidigung geredet, nicht über den Angriff. Also wir müssen natürlich versuchen, die Monopole irgendwie in den Griff zu kriegen oder die Monopolisierungstendenzen, aber das löst, dann haben wir vielleicht eine gute Verteidigung, aber noch keinen Angriff in dem Sinne. Das heißt, wir brauchen auch Rahmenbedingungen, die stimmen. Das ist, Venture Capital würde ich sagen, ist das geringste Problem, eher das Wachstumskapital, wenn überhaupt nicht, aber es ist nicht nur ein Kapitalproblem, es ist auch ein Problem der Rahmenbedingungen. Wir haben immer noch auch Datenbestimmungen, die im Ausland häufig günstiger sind, tatsächlich, sodass die in Amerika entstehen. Und wir haben den automatischen Nachteil der kleineren Märkte. Ja, Amerika ist nun mal ein sehr großer Markt mit, wie viele Einwohner sind das jetzt, 360 Millionen oder irgend sowas? Also ein sehr, sehr großer Markt, automatisch, die mehr oder minder doch dieselbe Sprache sprechen. Das Problem haben, diese Skalierbarkeit haben wir nicht. In Deutschland
hätten wir immer eine Skalierbarkeit, sagen wir mal Deutschland, Österreich, Schweiz, da sind wir bei 100 Millionen Leuten, die wir auch hätten tatsächlich, aber das ist natürlich immer noch kleiner und im Vergleich zu Europa, deswegen ist, glaube ich, das Programm der Europäischen Kommission, einen digitalen Binnenmarkt zu schaffen, sehr, sehr wichtig und das ist auch wirklich eins der ein gutes Argument pro Europa zu sagen, wir brauchen den Binnenmarkt tatsächlich, weil das wird nicht gelingen, dass diese Champions sozusagen aus der Kleinstaaterei herausschauen. Wir brauchen zumindest auf dem Markt gewisse Harmonisierung und ähnliche Regeln, damit wir da auch eine Skalierbarkeit einfacher machen. Dass wir nicht ein Sprachraum sind, das Problem, das kriegen wir nicht weg. Das ist nun mal die Natur der Dinge. Aber das, was da noch stört, das sollte man wenigstens beseitigen. Darf ich da nachhaken? Mhm, weil, was meine Branche betrifft, ich glaube, 1987 kam dieser Cecchini-Report raus über ein vereinigtes Europa und einen vereinigten Finanzmarkt. Ich gucke mir heute das an und schaue, wo kann man unsere Fonds kaufen und die müssen in jedem Land registriert werden, in Europa. Da müssen wir in dem einen Land müssen taggleich Übersetzungen für alle Dokumente gemacht werden. Wer soll das denn alles hinkriegen? Das ist ein zersplitterter Markt. Guckt sich jemand eigentlich mal an, dass der Finanzmarkt vollkommen zersplittert ist? Ich weiß es nicht konkret für den Finanzmarkt. Das Europäische Parlament hatte eine sehr interessante Serie von Papieren produziert, die hießen The Cost of Non-Europe, wo sie versucht haben, für verschiedene Wirtschaftszweige zu quantifizieren, was uns eigentlich verloren geht, dadurch, dass wir keine europäischen Regeln haben. Bei den Finanzmärkten scheint mir das auch völlig klar zu sein, dass ein europäischer Rechtsrahmen für solche Produkte viel mehr Sinn macht als nationale Rechtsrahmen. In anderen Bereichen mag das anders sein. Ich würde sagen, im Gesundheitssektor ist das nicht so zwingend. Ja, die Leute gehen lokal ins Krankenhaus tendenziell. Da kann man ruhig lokale Regeln haben. Ich hab mit, aber für die Finanzmärkte gilt das nicht. Industrie zu tun. Wir fragen die dann auch, wo lasst ihr das Medikament jetzt zu? Es ging um ein Suchtmittelmedikament. Ja. Und die sagten, Europa wahrscheinlich nicht. Da haben wir zwar eine EMEA-Zulassung, aber dann in jedem Land die Abrechnungsverfahren mit den Kassen. Und effektiv, dann lassen wir Europa einfach raus. Keine Suchtmittelbekämpfung Europa. Wir machen das nur in den USA. Ja. Beobachten Sie das auch? Naja, Deutschland ist schon noch ein wichtiger Markt, würde ich sagen, und Europa als Ganzes schwer darauf zu verzichten, als Ganzes auf so einen großen Markt in der pharmazeutischen Industrie. Aber es ist natürlich ein Nachteil, dass es eine Zersplitterung gibt. Im Gesundheitsbereich gleichwohl sehe ich die Schwierigkeiten, einen Binnenmarkt zu schaffen, noch viel größer, weil auch die Präferenzen unterschiedlich sind. Ja, den Grad der Abgesichertheit, da variiert das vielleicht doch, was die Skandinavier, die Holländer und wir haben da vielleicht ähnliche Vorstellungen, was wir uns wünschen und leisten können. Und in Griechenland und Bulgarien hat man vielleicht noch andere Prioritäten momentan. Natürlich hätten die wahrscheinlich auch gern so ein Gesundheitssystem wie Deutschland, aber man muss es sich auch leisten können, das Ganze. Und wenn die dann fragen sich, wollen wir nicht erstmal doch noch was anderes haben, ist da die Abwägung anders. Und dann ist ja die Frage, wie harmonisieren wir das, auf welchem Niveau? Also deswegen würde ich denken, im Gesundheitsbereich sehe ich, dass das scheinbar die Präferenzunterschiede und auch die gewachsenen Strukturen so unterschiedlich zu sein. Die Briten haben wir jetzt hier nicht mehr, aber stellen wir uns vor, wir müssen das National Health System da integrieren. Ja, das stelle ich mir sehr schwer vor, tatsächlich. Okay, haben wir noch 2 Minuten? Schaffen wir zwei Fragen mit kurzen Antworten. Ganz kurz. Einmal von Tobias Heide. Halten Sie aus dem Wettbewerbsrecht heraus tatsächlich das für realistisch, dass große Plattformunternehmen teilweise zerschlagen oder aufgespaltet werden können? Und die zweite Frage von Frank Strippel, inwieweit hebeln politische Sanktionen, zum Beispiel Trump-Huawei-Thematik, kartellrechtliche Intentionen zur Sicherung eines fairen Wettbewerbs aus? Die Aufspaltung halte ich prinzipiell für nicht so eine brillante Idee, ehrlich gesagt. Ich habe gerade ein Video aufgenommen für die OECD, was da am Montag besprochen wird. Das kann man sich bei YouTube runterladen, das kann ich sonst noch mal zuschicken. Das ist jetzt ein bisschen lang, das zu erklären, aber die Aufspaltung ist hier nicht so gut. Bei den Netzwerkindustrien funktioniert es besser, weil wir ganz klar wissen, was man davon was abspaltet. Bei den Plattformen ist es sehr viel schwieriger zu sagen, was wollen wir denn wovon eigentlich abspalten tatsächlich. Prinzipiell wäre das möglich, würde ich denken, wenn Europa und Amerika mehr oder weniger an einem Strang ziehen. Wenn Europa das gegen Amerika macht, wäre das halte ich das für unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Aber das halte ich auch nicht für so tragisch. Die Abspaltung ist keine gute Lösung. Ich würde eher versuchen, das Verhalten zu kontrollieren. Das können wir auch in Europa dezidiert anders kontrollieren. Dann sind in Europa bestimmte Praktiken von Google eben nicht zulässig, auch wenn sie woanders zulässig sind. Machen wir in vielen Bereichen Recht auf vergessen. Google Shopping gibt zahlreiche Entscheidungen, wo wir sagen, das geht in Europa nicht, macht es in den USA, aber nicht hier. Okay. Huawei, Trump? Politische Sanktionen, ob die nicht kartellrechtliche Intentionen aushebeln? Teils tun sie das. Es gibt da einen ganz deutlichen Konflikt zwischen Kartellrecht und politischen und Handelspolitiken. Wir leben in der politischen Welt. Das ist so. Das soll uns in Europa hoffentlich nicht davon abhalten, das Kartellrecht trotzdem besser zu machen.